Ich beginne mit dem Riesenradbild. Das Heft behauptet, es gibt so Grundfragen, mit denen kann man sich anwärmen, wenn man über den Sinn des Lebens reden und nachdenken will. Und diese Grundfragen werden im Heft beschrieben als wozu, wohin und woher. Die haben Sie sicher schon gehört. Und die Frage wozu kann man ganz einfach beschreiben. Als ich Grundschüler war, ich glaube, das war die Zeit, ich wohnte ja in Ries, das ist die Stadt Nördlingen mit der umfassenden Stadtmauer. Und da gab es eine Messe einmal im Jahr und das war draußen vor der Stadt. Und da habe ich von meinen Verwandten, hauptsächlich vom Opa, Messgeld gekriegt. Das war sozusagen ein Sondertaschengeld für den Besuch von diesem Jahrmarkt. Und es war natürlich ein gutes Gefühl, weil man sagen konnte, so viel Geld habe ich schon lange mal in der Hand gehabt oder in der Hosentasche, ich gönne mir was. Und Sie können sich das nachvollziehen, du hast also was in der Tasche, Kapital, und jetzt hast du ganz viele Möglichkeiten, weil da gab es Stände zum Kaufen, alles Mögliche und eben auch Fahrgeschäfte. Und für mich in der damaligen Zeit, es wurde heute schon erwähnt, als Vergleich von Elektroauto, Boxautos. So hießen die in unserem Sprachgebrauch. Da konnte man dann mehrere Chips auf einmal kaufen und dann durfte man zum Sonderpreis öfter fahren. Sie wissen, was das ist, oder? Und es hat total Spaß gemacht. Und dann gab es noch einen Stand, Metzgerei, Spezialwürste. Die gab es eigentlich besonders da. Die waren feines Mett, lang und auf dem Holzkohlenfeuer gebraten. Das musste sein. Kapital, Suchbewegung, also hin und her, was mache ich? Investition. Kapital ist begrenzt. Das heißt, ich kann nicht alles machen, aber ich kann mich hier sozusagen umsehen und entscheiden. Und das ist eine Situation, die können Sie übertragen auf Ihr Leben. Wir sind begrenzt in unseren Möglichkeiten. Wer mal so über 60 ist, der spürt es öfter. Und dem wird klar, du musst dich entscheiden, wo du dich investierst. Bei den jungen Leuten haben wir das Gefühl, du kannst alles machen und auf einmal wird es nachdenklicher, besinnlicher. Wofür setze ich mich ein? Wo spezialisiere ich mich? Wo setze ich drauf? Und das hat sehr viel zu tun mit dem Sinn des Lebens, weil da entscheide ich ja auch. Ich gehe an manchem vorbei und sage, das ist nicht für mich. Und manches bleibe ich stehen, das fasziniert mich und da greife ich zu oder da investiere ich mich. Das passiert bei der Frage bei uns allen, denke ich mal. Und die zweite Frage, die wird hier auf diesem Konzept mit einem Kreuzfahrschiff, Riesendampfer, beschriftet. Bei der Frage nach dem Sinn des Lebens spielt nämlich etwas mit, was man oft gar nicht so thematisiert, weil man es nicht sieht, weil es nicht sozusagen ganz außen sichtbar wird. Hat das Schiff, auf dem du unterwegs bist, überhaupt einen Anker? Und gibt es ein Fahrziel? Denn man könnte so ein Kreuzfahrtschiff auch laufen lassen, wie es oft gemacht wird auf den Kanarischen Inseln. Da heißt es, wir fliegen sie hin und dann fährst du einfach von einer Insel zur anderen. Wichtig ist, dass du unterwegs bist, dass du was siehst und dass du den ganzen Komfort von dem Schiff genießt. Also sozusagen Hauptsache Spaß, Hauptsache Programm, Hauptsache Unterhaltung. Und in so ein Leben ist cool. Wenn es dann abends ruhiger wird oder wenn sozusagen eine verordnete oder unverordnete Auszeit kommt, dann denkst du dir, wo fahren wir eigentlich hin? Oder wo geht die Reise hin? Und was ist, wenn das Schiff in den Hafen einläuft? Hat es einen Anker? Und Anker und Ziel, das sind so Worte, wo man sagt, da steckt mehr dahinter. Und das ist eigentlich nach, wo das alles mal ankommen soll.
Und wie ist es mit der Verankerung? Weil in manchen Situationen ist das was ganz Wesentliches. Und das Letzte, das ist eigentlich ein Nachthimmel, wie gestern, vielleicht auch wie heute, wo die Menschen schon seit vielen Generationen so still geworden sind und sich besinnliche Gedanken gemacht haben. Wenn dann die Sterne so wie kleine Staubkörner angeleuchtet werden und du dir überlegst, wer bin ich eigentlich in diesem riesen kosmischen All? Braucht man mich überhaupt? Wer kennt eigentlich meinen Namen? Gibt es jemanden, der mich mag? Und man kann jetzt da mit Philosophen reden. Kant hat ja etwas gesagt über die Sterne und hat gesagt, das erfüllt mich mit Ehrfurcht, so wie auch das Gewissen, was der Mensch hat. Und man kann es auch mit so Kinderlieder sagen wie: Weißt du, wie viele Sternlein stehen? Und dann kommt ja dieser tolle Satz: Er kennt auch dich und hat dich lieb. Und wenn man in der Kirche dann so Kinderbewegungslieder macht und dann oft solche Lieder noch verstärkt, indem man jetzt mit dem Finger auf jemand zeigt oder sagt, das Kind soll wirklich von Anfang an wissen, dass dieser Gott, von dem wir hier reden, den wir feiern, dich kennt und dich lieb hat, dann wird diese Frage eigentlich für alle Zeiten positiv beantwortet. Und es ist etwas, was bei der Sinnfrage uns sowas gibt wie einen stabilen Untersatz. Wir fallen da nicht durch. Es geht nicht ein Loch auf und wir sind auf einmal unwichtig und weg. Weil diese Freude, dass Gott meinen Namen kennt, die gibt uns für diesen Suchakt zum Sinn des Lebens einfach einen Schub oder einen Schutz. Also wir sind mittendrin. Wir wollten uns mit den drei Fragen einfach nur der Frage nach dem Sinn annähern. Und jetzt ist es so, dass ein Bild wichtig ist auf der nächsten Seite. Da reicht es, wenn Sie da mal einen Blick drauf werfen, diese schwarzen Skizzen. Hier soll praktisch der Teilnehmer, die Teilnehmerin des heutigen Abends mal überlegen, was ist eigentlich in diesem Lebenslauf bisher bei mir passiert. Und da fängt es an mit dem Geburtssternchen. Wann bin ich geboren? Wie war die Stimmung? Haben meine Eltern eine Party gefeiert? Bei meiner Geburt war es so, dass mein Vater dann angefangen hat, wie wild zu fotografieren. Es gibt keine Zeit in meinem Leben wie das erste Lebensjahr, wo es so viele Fotos gibt. Ich war der Erste und ich habe das Gefühl gehabt, die Leidenschaft zum Fotografieren bei meinem Vater ist dann voll durchgeschlagen. Und an der Zahl der Fotos kannst du ablesen, das muss für die Eltern richtig aufregend gewesen sein. Und solche Bilder sind kostbar. Weil die zeigen uns, ich war willkommen. Beim Schulanfang war es schlecht. Kindergarten war ganz schlecht. Schulanfang gibt es eigentlich kein Bild. Leider bin ich in Westdeutschland aufgewachsen, wo der Schulanfang auf dem Dorf überhaupt keine Rolle gespielt hat. Gut, man hat die Kinder halt hinbracht und dann hat die Lehrerin die in Empfang genommen und dann war die Sache erledigt. Als ich dann in meinem Verwandtenzweig DDR angekommen bin. Oh, solche Augen. Die Rektorin hat eine Riesenfeier gemacht. Die anderen Klassen haben sich verkünstelt mit Theater und allem drum und dran. Es war wie eine Konfirmation. Ich habe den Gartentisch von meinen Cousins gesehen. Schulanfang habe ich immer nur gedacht. Wie kann man den Schulanfang so groß feiern? Ja, der Sozialismus hat gewusst, jetzt wird gelernt. Jetzt wird sich das Leben erschlossen, jetzt kann man Zahlen schreiben und rechnen und so weiter. Das ist doch wichtig, oder? Und dann ging es los mit dieser Schule. Dorfschule war bei mir, das heißt in der 4. Klasse war es äußerst riskant, weil die Viertklässler mit den Fünftklässlern und den Sechstklässlern und den Siebtklässlern und den Achtklässlern in einem Klassenzimmer waren. Kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Mein Vater hat die
Aufnahmeprüfungen sich erfragt. Ich habe in Deutschland brutal Sechser gelandet. Und wenn es Rechnen nicht gegeben hätte und Religion war damals noch Aufnahmefach, ich wäre nie ins Gymnasium gekommen. Weil diese Dorfschule, die hätte dir auf fast deine ganze Karriere vermasselt. Schule gibt es vielleicht gar nicht so viele Bilder. Und dann kommt diese Zeit hier auf dem Bild Beruf. Da ist ein Computer, das kann ja auch ein Handwerksberuf sein, mit richtig Sachen zum in die Hand nehmen und zum Gestalten. Es hat Leute gegeben, die mir erzählt haben, ich durfte nicht machen, was ich wollte. Das haben meine Eltern bestimmt. Weil das war nahegelegen und so weiter. Und das ist schon bitter, wenn jemand sagt, ich hätte viel lieber in dem Bereich mich erprobt. Aber das ging nicht. Und dann kommt die Zeit, wo man sagt, ich habe echt Lust, mit einem tollen weiblichen Menschen durchs Leben zu gehen. Wo man Frauen einfach cool findet oder umgekehrt. Und bei der Hochzeit wird ja heutzutage noch mehr fotografiert wie früher. Das ist für die Brautleute ein Kostenfaktor, der ist unglaublich, weil dann oft ein VW-Bus oder sowas angekarrt wird mit so Spezialfotografen, wo man einfach wie im Atelier selber Bilder machen kann. Das kostet sehr viel Geld, aber da wird fotografiert ohne Ende. Die evangelische Kirche hat einen großen Nachteil. Sie vergisst die Singles gerne. Nicht, weil das in der Bibel nicht stünde, sondern weil die Pfarrer meistens verheiratet sind, die evangelischen. Die sind fast verpflichtet zu heiraten von der Tradition her und können sich in die Single-Welt nicht gut einfühlen. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Weil ein Single, ein überzeugter Single, der hat Fragen, die ein anderer gar nicht hat. Wer begrüßt mich zu Hause? Was passiert, wenn ich krank bin? Wer fährt mit mir in Urlaub, dass es eine coole Sache wird? Aber er hat viel weniger Stress. Das ist eine andere Lebenskonzeption. Ich weiß noch, wie immer auf einer Pfarrertagung, da war der Stefan dabei und der Martin dabei, wie wir gesagt haben, wir wollen einfach mal eine Referentin einladen, die über Single-Fragen und über Single-Konzeption ehrlich redet. War sehr beeindruckend. So oder so finden wir unser Thema, gehen durchs Leben und dann kommt die Frage Familie, Chaos, und sozusagen atemlos durchs Leben. Denn diese Kinder, die uns Gott schenkt, sind unwahrscheinlich arbeitsintensiv. Als meine erste Tochter auf die Welt kam, war ich ein halbes Jahr zu Hause, weil meine Frau noch Examen machen musste. Ich weiß, wovon ich rede. Kinder sind einfach das Schönste, was es im Leben gibt. Diese Worte, die die sprechen. Da wird ja wieder fotografiert, da wiederholt sich das nochmal. Und dann erlebst du dein Leben irgendwie nochmal. Aber intensiv, bunt. Und du freust dich mit. Ich werde nie vergessen, ich war also Pfarrer und Kindergarten. Wie sagt man, der Dienstvorgesetzter, und dann war meine Tochter auch in diesem Kindergarten und dann haben die so ein Stück vorgeführt. Ich sei dabei. Und dann hat die da vor dem Publikum, das war wie so eine kleine Mini-Theaterbühne, hat die da was gesagt. Ich habe gemerkt, die Tränen kommen mir runter. Das war so berührend. Jetzt steht diese kleine Tochter da vorne und ist eine kleine Schauspielerin geworden. Und so begleiten wir ja manchmal die Kinder weiter und nehmen Anteil und unser Leben intensiviert sich einfach.
Und wenn du keine Kinder hast, dann ist es etwas, wo du sagst, ich kann mit denen, die immer so begeistert von ihren Kindern reden, eigentlich gar nicht mehr länger quatschen, weil die quatschen immer von ihren Kindern, als gäbe es nichts anderes mehr im Leben. Die sind ganz bescheuert. Und das ist wieder so, dass man sagt, die suchen dann was anderes. Aber die, die Kinder haben, die können das gar nicht verstehen, weil die ja sind da in der Welt richtig abgetaucht. Und wenn du Kinder hast, dann brauchst du über den Sinn des Lebens 20 Jahre gar nicht nachdenken, weil das ist alles wie selbstverständlich. Und es ist ja auch gut, wenn wir nicht jeden Tag über die Frage nach dem Sinn des Lebens nachdenken, sondern mal 10 Jahre vielleicht ungeschoren weiterleben können. Und dann hat meine Frau eine pubertäre Tochter gehabt. Und dann floppt diese Sinnfrage auf, weil du sagst, wir hätten uns umbringen können, hat meine Frau gesagt. Und dann sagt sie zu mir, und du hast es gar nicht mitgekriegt. Weil wenn du kamst, war alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Aber ich habe die vollen Stacheln von diesem Wilden abgekriegt. Und der Erste oder die Erste, gleichgeschlechtlich mit der Mutter, wuff. Und dann denkst du dir, ist das der Dank? Wenn du sehr nachdenklich bist oder sensibel, dann bricht vieles von dieser Freude, die ja war und die dir keiner mehr mitnimmt, die bricht einfach runter. Und das Gleiche wiederholt sich bei diesem Göttergatten oder bei dieser erotischen Frau, die du geheiratet hast, dass du nach 10 Jahren sagst, ich kenne die gar nicht mehr wieder. Die Männer aber auch. Das ist Lauertal. Gleich zurückgeben. Stefan, ich frage mich, wie du das ausgehalten hast. Noch aushält. Ja, noch aushält. Ja, du bist einfach abgeklärter. Bei ihm sind wir. Also, Menschen sind einfach manchmal schlecht ansprechbar. Stressberuf und so weiter. Und Männer und Frauen verändern sich auch. Und es ist einfach so, dass wir mit dem Leben so viel auch Aufmerksamkeit und Feinfühligkeit manchmal verlieren, dass wir die totale Routine einführen im Leben. Ich wollte damit eigentlich nur sagen, es gibt bei jedem so dunkle Tage, wo dieser Glanz, der mal war, wie einfach weggewischt ist. Und wo du dir sagst, war es das? Und da kommt die Sinnfrage sozusagen unangenehm wieder zum Vorschein, weil wir nicht immer auf Rosen gebettet oder mit fröhlichen, dankbaren Kindern durchs Leben gehen. Und es wiederholt sich auch dann, wenn wir die Verantwortung als Ältere übernehmen für Eltern. Pfarrer haben ja schon irgendwas verstanden vom Lebenslauf, weil die ja viele Lebensläufe hören, verschriftlichen für Beerdigungen natürlich nur, und auch so ein bisschen durchdenken. Und ich habe viele Frauen gefragt, die die Oma oder so gepflegt haben, hat sie sich dafür bedankt? Es gab wirklich Leute, die gesagt haben, nee. Und wenn du einem über Jahre den Arsch ausputzt und der sich nicht bedankt, das ist hart. Dann ringst du mit der Sinnfrage, weil du hast deine Lebensfreude fast geparkt für 1, 2 Jahre und hast es gemacht. Und es hat ein gutes Gefühl hinterlassen. Aber irgendwie ist es so, als wäre die Heizung abgeschaltet. Es ist einfach kalt. Und es hätte ganz anders laufen können. Warum kann der Mensch, dem du was gibst, nicht? Aber wenn nichts zurückkommt, dann bricht die Sinnfrage auf, weil du merkst, es funktioniert nicht. Und das können sie auch wiederholen. Es gibt ja so Vereinsleute, die waren Vorstand und dann waren sie Kassier und dann haben sie gesagt, ja, wenn es sein muss, noch eine Periode. Das heißt, die haben ihr Leben sozusagen für den Verein aufgeopfert.
Und wenn dann der Pfarrer als vertraulicher Gesprächspartner was taucht, dann hörst du folgenden Satz. Und bei meinem Abschied? Das war so klasse. Weil du natürlich denkst, 40 Jahre, jetzt kommt auch was für 40 Jahre zurück. Aber das kann ja keiner für 40 Jahre was zurückgeben. Er kann Danke sagen und vielleicht noch irgendeinen Bierkasten mit Schleife oder so überreichen oder so. Aber das ist nicht das, was du gegeben hast. Und wenn das ins Ungleichgewicht kommt, egal wo das passiert, dann kommt dieses dumme Gefühl. Jetzt muss ich mich beeilen. Haus. Beim Haus kann kein Pfarrer mitreden, weil wir alle Dienstwohnungen haben. Und ich sage Ihnen, ich bin mit meiner Dusche, die keine Dusche war, sondern dieser Badewannenrand, wo man einen Spagat machen muss, dass man reinkommt, und diesen Ziehharmonika-Vorrang, wenn der nass war, der sich an dem Popo angeklebt hat, ich habe das erlebt. Dusche ist nichts für evangelische Pfarrer. Es ist zu teuer. Und dann gehst du zu Traugesprächen, zu diesen modernen Häusern, die damals alle noch finanzierbar waren. Und du siehst ein Badezimmer, was viermal so groß war wie dein Bad, und denkst dir, wer putzt es? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich kann nur damit sagen, wenn du ein Haus gebaut hast, geerbt hast, aufgemotzt hast, oder wenn du in einer Wohnung, in einer schönen Lage wohnst, dann danke Gott jeden Tag. Du weißt gar nicht, was das bedeutet. Dass du sagen kannst, das ist meins. Der Pfarrer durfte ja nicht mal bestimmen, welche Farbe an die Wand kommt. Und dann kommt die Zeit, wo man alleine ist. Ich habe das bei meinem Vater am stärksten erlebt. Meine Mutter ist früh gestorben. Und mein Vater hat sich Zeit gelassen, sich selber mal in dieser Trauer zu finden. Und er hat dann in unser Gästebuch immer geschrieben, wenn er wieder gegangen ist, nach 3-4 Tagen. Und er konnte das gar nicht sagen, aber im Gästebuch habe ich das dann nachgelesen. Da stand mal drin, ich habe auch Zeit gebraucht für mich. Danke, dass ihr da wart und mich eingeladen habt. Dann wird der Mensch wieder bedürftig, weil er einfach verletzt ist durch diesen Abschied. Weil er nicht weiß, was er jetzt machen soll. Ich bin mit meinem Vater in die Discounter gegangen und habe ihm für 14 Tage einen Speiseplan geschrieben. Ich bin damals mit dem Zug, das weiß ich heute noch, im Allgäu eingestiegen, habe den Speiseplan dagelassen und habe geheult, weil ich dachte, hoffentlich packt er das. Weil wir waren ja Pfarrer in Bayreuth, wir konnten dem Vater nicht einfach unsere Wohnung holen oder so. Mich hat es so angerührt, dass der jetzt, der konnte nur Kaffee kochen. Was ist das dann für ein Sinn? Du fängst dann an und buchstabierst das Wort nochmal wie ein Erstklässler. Weil du nochmal von vorne anfangen musst, was du jetzt machst. Und es ist in unserem Leben immer wieder so, dass wir sagen, jetzt ist mir vieles aus der Hand genommen, jetzt fängt es von vorne an. Und dann ist hier noch ein Rollstuhlfahrer und dann eben das Grabkreuz. Sie werden heute in der Gruppe erzählen, weil irgendwo werden Sie sagen, das war mein Absatz. Da ist es bei mir ganz wichtig. Da habe ich was gelernt zu dem großen Thema Sinn des Lebens. Und dann ist es schön, wenn Sie sich da ehrlich austauschen. Und da brauchen Sie keine Bibelstelle dafür. Da haben Sie Ihre Lebenserfahrung. Es reicht locker. Das will ich nur kurz andeuten. Es gibt zwei Probleme. Das eine Problem heißt, das ist es. Man nimmt sozusagen aus dem ganzen Angebot von diesem Lebensrund eine Sache raus und sagt, wenn ich da bin, dann habe ich es geschafft. Dann ist alles genial. Dann ist super. Das hat nämlich dann die Folge, dass man sagt, naja, warten wir noch ein bisschen.
Machen wir so weiter. Und dann, und dann, und dann. Wo das bei Ihnen ist, möchte ich jetzt nicht vermuten. Ich möchte es auch nicht von mir erzählen, aber ich weiß genau, wo das war. Und dann ist man voll aufnahmefähig, holt nochmal die ganzen Akkukräfte raus und lebt jetzt intensiv. Und es funktioniert eine ganze Zeit und dann merkt man irgendwann, das ist es nicht. Und dann überlegt man sich, was machst du jetzt? Und dann gibt es die zweite Schwierigkeit, man schiebt es immer weiter. Man sagt dann, na, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann aber. Oder. Ein tragisches Beispiel, was ich in Beerdigungsgesprächen nicht oft, aber immer wieder erlebt habe, ist, dass manche Männer mit dem Eintritt in den Ruhestand sowas wie sich in Staub auflösen. Es war jetzt in der Türkei, da hat sich ein Ehepaar, er war ziemlich cool im beruflichen Bereich vorangekommen, voll ausgelastet, Stress. Und die sagen, wir kaufen uns jetzt eine Immobilie in der Türkei und dann machen wir da richtig neues Leben auf. Und da hat mir die Frau erzählt, als wir das erste Mal in das Haus rein sind, hat er gesagt, irgendwas stimmt bei mir nicht. Krebsdiagnose, zurück nach Deutschland wegen der medizinischen Versorgung. Und dann kam sie zurück, nach Monaten, und ist in das Haus alleine eingezogen. Und dieses ganze Dann hat sich in Luft aufgelöst. Er war nicht mehr da. Er hat nur in der Firma alles gegeben. Und dann war Schluss. Und dieses Verschieben ist tückisch, weil keiner garantieren kann, ob die Zeit noch kommt. Und bei dem Verschieben, da ist es auch so, dass wir irgendwo gar nicht sehen, was gerade ansteht, sondern aus Frust oder was auch immer sagen, komm, schau nach vorne, warte, und heb deine Leidenschaft auf für die Zeit, die kommt. Wenn Sie nochmal weiterblättern, gibt es noch ein paar Bilder, da möchte ich kurz was dazu sagen. Sie haben das vorhin schon gemerkt und ich habe es an Ihren Gesichtern gesehen. Ich meine jetzt die Seite, wo oben die Person ist mit der Jeansjacke und den Haaren, dass Sie die richtige Seite haben, genau. Ich habe das vorhin schon an Ihren Gesichtern gesehen, dass Sie eigentlich zustimmen, wenn ich sage, es gibt Sinn-Frust-Erlebnisse, wo wir sagen, das kann es nicht gewesen sein, wo sie sich ärgern, wo sie vielleicht nicht schlafen können, wo sie einfach gedanklich durch den Wald laufen und sagen, SCH. Und es ist immer die Frage, was machen wir in so Situationen? Haben wir eine Freundin oder einen Freund, wo wir sagen, da kann ich die Sau rauslassen? Dann kann ich es besser verkraften. Oder gewöhnen wir uns dann manche Dinge an, wo wir sagen, dann gehe ich halt shoppen. Oder es gibt ja so Mittelchen, wo man sagt, die peppen dich auf. Und die peppen dich wirklich auf. Also Alkohol hat eine gute Wirkung, Nikotin auch. Und noch viele andere Sachen, die die Regierung jetzt freigeben will, auch. Oder, und das ist etwas, wo ich etwas mehr dazu sagen will, man verstärkt das Lebenstempo. Es ist erwiesen, dass ein schnelles Leben mehr Glücksgefühle aussendet. Stoffwechselmäßig. Das ist also nicht so, dass Sie sich das einbilden. Wer schnell unterwegs ist, da mobilisiert unser Körper Glückshormone. So wie wenn du Cabrio ausleihst, ich habe nie eins besessen, ich habe es immer nur ausgeliehen, Schiebedach auf, Sommer, Landstraße. Und wenn du dich daran gewöhnst, dass ein Lebenstempo dich stimuliert, dann kannst du deinen Fuß vom Gaspedal im wörtlichen Sinne gar nicht mehr runternehmen. Weil sobald du jetzt das Tempo verringerst, ist das gute Gefühl nicht mehr da. Und wenn du noch irgend so ein Frommer sagt, du musst einfach mal Exerzitien machen oder stille Tage machen, dann denkst du dir,
Es ist ganz schwierig für jemand, der sich ein hohes Lebenstempo angewöhnt hat, warum auch immer, da wieder runterzukommen. Ich habe in meiner Lebensgeschichte etwa 7 Jahre gehabt, wo wir 200%ig gearbeitet haben, meine Frau und ich. Jeder hat eine eigene Fachstelle gehabt, volle Kanne. Das war super. Und wir haben das Gefühl gehabt, nachdem die 7 Jahre um waren, wenn wir jetzt nicht die Notbremse ziehen, dann wird es gefährlich. Aber 7 Jahre haben wir das erlebt. Und in diesen 7 Jahren waren wir erst dann glücklich, wenn wir 3 Jahresurlaube gebucht haben. Ich sage Ihnen das nur, weil wir das oft gar nicht merken und weil die ganze Gesellschaft dran krankt. Wenn wir unser Lebenstempo forcieren, brauchen wir mehr Auslandsreisen. Machen wir mehr kaputt, weil wir sonst das gar nicht aushalten. Ich kann das nur für mich sagen, aber ich ahne, dass das eine gesamtgesellschaftliche Problematik ist. Schnelles Lebenstempo ist schwierig für die Sinnfrage. Du gehst über vieles einfach drüber weg. Und es ist schwierig, diese Schnelligkeit wieder in ein gesundes, normales Leben zurückzuführen. Deshalb braucht es viel Überzeugung, dass ich sage, ich muss jetzt was ändern. Jetzt werden Sie sagen, wuff, da steckt ja viel drin bei der Sinnfrage. Aber ich wollte sowas wie einen Bilderbogen mal aufmachen, dass Sie sagen, Zusammenhänge, was passt für mich, was habe ich jetzt entdeckt, wo stehe ich gerade? Das kann man ja nicht für alle Altersgruppen und so beschreiben. Jetzt gehen wir in die Gruppen und wir sind zu den Menschen, die heute das erste Mal da waren, besonders freundlich. Wir heißen Sie willkommen, wir lassen Sie als erstes reden, damit Sie wiederkommen nach den Herbstferien. Die Gruppenleiter nehmen ihre Menschen einfach an die Hand. Die Räume bleiben so, wie sie waren, und ich erlaube mir wieder rechtzeitig zu klopfen, damit es keinen Abbruch von dem Gespräch gibt. Das, was Sie besprochen haben, ist kostbar, weil es ein Stück weit ihr Leben abbildet, und sich darüber auszutauschen ist einfach auch schön. Ich möchte Ihnen dieses Bild auf der nächsten Seite, was so ein bisschen nach Lehrbild aussieht, weil da so Pfeile sind, da steht diese schwarze Gestalt, rechts ist der Fußball und mitten ist das große Wort Sinn und dann sind so Pfeile. Das ist ein ganz wesentliches Bild, das möchte ich Ihnen jetzt erläutern. Sie haben es gefunden. Wenn Sie dieses Bild verstanden haben, dann können Sie sozusagen andere verstehen, sich selber besser verstehen, und Sie werden sich immer wieder zurückerinnern. Egal wer es ist, wenn wir eine Sinnerfahrung machen, passiert immer Folgendes. Die fällt uns nicht in den Schoß, die kriegen wir auch nicht von Gott geschenkt, sondern das bedeutet, wir werden aktiv, wir machen etwas, wir entscheiden uns für etwas, wir bringen uns ein, im Vertrauen, in Freude, in Leidenschaft. Es ist eine Hingabe, deshalb ist das Wort so groß gewählt. Das ist nicht so, naja, sondern da steckt unser Herz eigentlich drin. Und hier ist es der Fußball. Das heißt, ich setze mich für etwas ein. Das kann sein, außerhalb der Kirche, innerhalb der Kirche. Ist ganz egal, das können Sie den Fußball wegnehmen und Marmeladenglas dafür hinstellen oder einen Traktor oder eine Urlaubsreise, was auch immer. Ich gebe mich hin. Ich investiere mich. Vergesse manchmal darüber auch die Zeit. Andere sagen, bist du ein bisschen verknallt?
weil sie das von außen beobachten und sagen, boah, ist der begeistert. Und dann kommt etwas zu mir zurück. Beim Tun, wenn ich mir das hinterher nochmal überlege und das, was da zurückkommt, das sind so Gefühle wie Glück, Lust und Freude. Das heißt, bei dem Sinnfinden, das ist wie so ein Kreislauf, da bewegt sich was in mir auf mich zu und es kommt zurück. Und ich bin eigentlich immer ein Praktiker, ich möchte Ihnen jetzt ein Beispiel erzählen. Und dieses Beispiel ist einfach ein bisschen beschränkt, aber egal. Vor einem Jahr hat mich die Freude an den Holunderbeeren im Wald dermaßen gepackt, dass ich gesagt habe, heuer mache ich mein Traumkompott selber. Und Traumkompott heißt für mich Holunderbeeren, reife Birnen und Pflaumen. Mit Rotwein und Zimt, mit Frauen kann ich da nach dem Abend noch weiterreden. Dazu muss ich mir bei meiner kleinen Küche den Kochtopf meiner Tochter ausleihen. Ich brauche nämlich einen großen Topf, sonst lohnt sich das nicht. Weil die verflixten Holunderbeeren immer vor den Birnen reif werden, muss ich die pflücken und eingefrieren, sonst passt das alles nicht zusammen. Und dann war alles beieinander und ich war in der Küche. Das Mengenverhältnis ist mir praktisch entglitten. Meine Frau steht daneben und sagt, im Grunde genommen hat sie nicht gesagt. Da kommt dann so Bemerkungen wie, muss das so viel sein? Musst du es wieder in dem großen Topf machen? Hast du überhaupt so viele Gläser, dass du es abfüllen kannst? Weil die denkt, der ist jetzt wirklich mit dem Herzen dabei. Du merkst nicht, wie spät es wird, du rührst und denkst dir, ja. Und beim Rühren fällt dir sowas ein wie 17 Parteien in unserem Haus, Weihnachten kommt, die fülle ich ab in kleine Gläschen und dann stelle ich in der Adventszeit vor jede Tür im Haus so mein Holunderkompott. Können Sie sich das vorstellen? Ja. Und da habe ich jetzt den Fußball durch den Holunderkompott-Kochtopf ersetzt. Das stimmt immer. Sie können sagen, ich bin eine leidenschaftliche Oma, ich nehme da jetzt meine ganzen Enkel. Es stimmt immer, dein Herz verliert sich. Du bist mit Leidenschaft und Freude, mit ganzem Herzen dabei. Und indem du das machst, kommt etwas zurück. Das müssen die anderen gar nicht so merken, aber du merkst es selber. Ja, habe ich es wieder gemacht. Aber heuer stelle ich es nicht vor die Türen von den ganzen Leuten. Heuer esse ich alles selber oder schenke es an die Kinder. Das sind ja nur die Feinheiten. Wichtig ist das Holunderkompott. Das ist meins und gesammelt und so weiter und so fort. Das ist eine Sinnerfahrung. Und was wir nicht machen dürfen, ist, dass uns jemand erzählt von seiner Sinnerfahrung, die wir so nicht kennen. Oder nicht gemacht haben, dass wir sagen, wie kann man bloß? Weil für den stimmt es. So wie für uns was anderes stimmt. Weil es austauschbar ist und weil es mit Kirche zunächst mal gar nichts zu tun hat. Sondern mit deinem Garten, mit dem Gemüse und mit allem, was du so machst. Und das ist ja das Schöne in unserem Leben, dass wir so viele Sinnerfahrungen. Und jetzt ist da unten eine Filmrolle. Und da werden jetzt die einfach so ihre Pflicht tun, ein bisschen staunen, weil da sind viele so Freizeitbilder. Abendrot bestaunen, ein Buch auf dem Sofa lesen, mit Glühwein oder so, eine tolle Wanderroute entdecken, Musik machen. Es gibt so viele kleine Inseln in unserem Leben, wo wir, wenn wir nachdenklich sind, sagen, das war jetzt wirklich schön. Oft sind es nur Sekunden, aber es war eine tiefe, mit dem Herzen gefühlte Sinnerfahrung. Und als hätte Gott unser Leben so gebaut, dass wir nur sowas erleben wollen und es immer wieder machen, auch wenn wir schlechte Erfahrungen machen. Wir sind sozusagen programmiert.
dass unser Leben sinnvoll wird. Und wir haben eine Sehnsucht, dass wir etwas nicht nur in Kleinigkeiten, sondern dass das in einem ganz Großen so gelingt. Dass wir unser Herz im Vertrauen an etwas hingeben. Eigentlich heißt es, das ist eine kostbare Sache. Und dass du das machen kannst, egal welche Bildung du hast und welchen Beruf du lernen musstest, es ist möglich für jeden. Und jetzt kommt etwas, das hören Sie eigentlich nur in der Kirche. Wir denken jetzt praktisch diese Sache weiter und merken, dass der Mensch sich diesen Gegenstand oder diese Sache, wo er sein Herz dranhängt, selber suchen kann. Vielleicht haben da früher die Eltern mitgemischt, aber irgendwann kommst du an den Punkt, wo du sagst, das entscheide ich. Und dann machst du das. Und wenn du ehrlich bist, dann machst du damit etwas, was wie Glaube sich anfühlt. Weil du suchst dir etwas aus, hängst dein Herz dran und spürst, das ist jetzt ganz wichtig. Und über diese Wichtigkeit kann ich selber entscheiden. Ich kann sozusagen, das ist ganz wichtig, weil durch meinen Einsatz pushe ich das sozusagen in der Wichtigkeit noch nach oben. Auch wieder ein Beispiel. Ich habe ein paar Jahre im Donaumoos gelebt. Das ist da, wo der Audi alle reich gemacht hat. Nur, dass Sie das so ein bisschen wissen. Und wo es Spargel gibt, der in Deutschland bekannt ist. Und was es da gab, was ich früher nicht wusste, waren Schleppervereine. Fendt-Kramer, alles was auf dem Markt war, am Sonntagmorgen zwischen 7 und 7:30, tok, 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 eine Reihe von alten Oldtimer-Bulldogs irgendwohin wieder zu so einem Präsentationsvolksfest. Wenn ich das am Fenster beobachtet habe, dachte ich mir immer, wie kann man nur in so einem Schneckentempo mit so einem alten Bulldog 10 Kilometer hinterherfahren, nur mal aber die anderen sehen, hey, ich habe das Ersatzteil bis aus Holland bestellt und jetzt geht er. Habe ich hier jemand, der im Schlepperverein ist? Und jetzt kommt der Trick. Der Mann, meistens ins Rentner, macht seinen alten Bulldog so groß, und hängt sein Herz an den Kramer und sagt sich, der Kramer ist das Beste, was ich habe. Wenn ich mit dem auf so eine Ausstellung fahre, dann bleiben die alle stehen, als wollten sie Autogramme von mir. Merken Sie? Und der Martin Luther hat es durchschaut und hat gesagt, der Mensch macht sein Gott selber. Denn wo er sein Herz hinhängt, verleiht er diesem Gegenstand oder diesem Menschen religiöse, göttliche Qualität. Und das muss man durchschaut haben. Dass in dieser Hingabe die Schwierigkeit liegt, dass ich über meinen Gott entscheiden kann. Weil da so viel auf dem Spiel steht. Und es hat Gott gewollt, dass da so viel passiert. Aber er hat auch gewollt, dass wir darüber nachdenken, woran du dein Herz hängst. Und es ist wie bei dem Kompottkochen, wenn dann da jemand dabei steht und sagt, wie kann man nur mit so einem Kramer durch die Gegend fahren? Dann zappt er mich das Messer aus. Das ist mein Kramer. Verstehen Sie, das ist, da geht es um alles. Da geht es nicht um Glaube. Da geht es um Glück. Da geht es um meinen Sinn. Und da ist es besser, wir halten die Klappe, weil das so intim ist, dass der Mensch eigentlich selber draufkommen muss. Und wir kommen wirklich drauf, wenn Gott uns in eine Krise laufen lässt. Dann sagt die Mama mit der pubertären Zicke, ich bin leidenschaftlich gern Mama, aber mein Herz an dich komme ich unter die Räder, wenn ich das machen würde. Oder dass sie sagen, also ich lasse mal von dem,
Von dem Grammar-Fan lasse ich mir alles erzählen. Ich finde das schön und der ist ja so sauber geputzt und ist alles okay. Aber das ist ein totes Teil. Auch wenn es so schön tuckert. Und wissen Sie, es gibt manchmal Situationen, wo wir sagen, jetzt habe ich erst verstanden, was es heißt, dass Jesus ewig lebt. Wenn ich mein Herz an Gott hänge, bin ich nie bei den Traurigen. Ich gehe durch Traurigkeit durch, aber ich habe mein Herz bewusst an jemanden gehängt, der stärker ist als der Tod. Und ich sage Ihnen, wenn Sie das verstanden haben, dann fließt es wie ein neues Medikament sozusagen in die ganzen Bezüge, die Sie neu im Leben machen, hinein. Beispiel, Pfarrer. Ich war extrem hörig, was mein Chef gesagt hat. Und wenn du verstanden hast, dass du dein Herz an Gott hängst, dann sagst du, das mache ich nicht. Punkt. Weil die Kirche ist doch nicht göttliche Qualität, oder? Nur mal ganz schön runterfahren. Oder bei den Kindern. Dass ich sage, wenn die mich besuchen, ich streng mich schon an. Essen und so. Aber wenn die fahren, sage ich, hey, cool, dass ihr wieder weg seid. Jetzt mache ich mein Ding. Ich bin frei. Verstehen Sie? Die andere Oma, die telefoniert dann hinterher und sagt, seid ihr auch gut angekommen, bla bla bla. Sozusagen, ich wache über euch alle. Das ist eine religiöse Qualität, wo ich sage, stopp. Herr, behüte sie. Lass sie in Frieden leben und jetzt lebe ich mein Leben. Oder beim Ehepartner. Wenn der mal unzufrieden ist, bin ich doch nicht das Problem, oder? Jetzt lachen manche. Sehr gut. Wie viele Frauen ziehen sich die Unzufriedenheit ihrer Männer rein und sagen, es liegt an mir. Pustekuchen. Der soll erwachsen werden, der Herr Gemahl. Und auf der anderen Seite, wenn ich merke, dass Gott mir das gönnt, dass diese Sinnerfahrungen mein Leben bunt machen und dass er das Allerwichtigste ist, dann werden diese Sachen nicht wertlos und in den Papierkorb geworfen, sondern bekommen die ihren Platz. Ich schreibe, seitdem ich das richtig gecheckt habe, Tagebuch, weil ich sage, du kannst doch nicht einfach über die ganzen schönen Kleinigkeiten des Lebens einfach so hinweggehen. Warum brauchst du immer so viel, Reinhold? Es genügt viel weniger, du musst es nur hinterher aufschreiben, bewusst machen und Gott dafür danken. Verstehen Sie, was ich meine? Weniger, aber richtig, genießen, intensiv. In meinem Keller, und ich bin öfter umgezogen, sind kästenweise Dias. Ich lebe vielleicht noch 4 Jahre, also sage ich mir, jedes Weihnachten schauen wir jetzt Dias an. Die Kinder kommen nur einmal im Jahr zusammen und dann holen wir die Kiste. Wenn ich tot bin, schmeißen die alle auf den Müll. Aber jetzt gucken wir sie an, weil wir haben mit den Dias ja Leben zu feiern. Das waren die Kinder und die Kinder sagen, Papa, warst du auch mal so klein? Merken Sie, da holen wir die Schätze raus, die uns Gott geschenkt hat, und tun nicht so, als bräuchten wir gleich wieder den nächsten Urlaub, weil wir nicht genug kriegen, weil wir runterfahren müssen, weil wir noch mehr Erlebnisse brauchen. Gib cool, ganz langsam. Ihr habt ja schon so viel erlebt. Ihr müsst es erst einmal feiern und euch bewusst machen. Und wenn du nicht viel Dias im Keller hast, Fotokurs machen und anfangen. Verstehen Sie? Wenn du mit Gott lebst, und wenn dein Herz an ihm hängt, dann mach die Dankbarkeit aus allen kleinen Bildern und Farben deines Lebens etwas Kostbares. Aber der Schlüssel ist, habe ich mir das überlegt, woran mein Herz hängt. Und das ist so intim. Da geht es wirklich um Himmel und Hölle, weil an dieser Entscheidung fällt wirklich das Gewicht.
Und es war der Sinn dieses Abends, dass sie sagen, auch zu diesem Thema kann ich eine Predigt halten. Ich weiß Bescheid. Jeder, der hier ist, weiß Bescheid. Und ich habe das jetzt verstanden. Ich habe das durchdacht. Und ich weiß, worauf es ankommt. Und jetzt geht's los.